ist so ein Spezialgebiet, ist Coach oder von den Ultradistanzen. Und was anders könnte der Lars uns heute erzählen, als über das Training von Ultradistanzen? Danke vielmals. So, danke. Ich hoffe, alle haben gutes Mittagessen genossen, sind jetzt bereit für ein bisschen theoretischeren Teil, wie heute Morgen, wo vielleicht doch auch ein bisschen Praxis mit dem Alex seinen Plan angesagt war. Mein Thema soll sich damit beschäftigen, Konzepte und Besonderheiten im Training für Trailrennen, besonders über der Marathondistanz. Viele, die auch Straßenläufer trainieren oder auf der Straße trainieren, sind ja so auch konform, was man vielleicht so bis 30 Kilometer auf dem Trail trainieren kann. Ich möchte jetzt hier im Programm stand so bis über 50 Kilometer Distanz. Ich möchte ein bisschen die Unterdistanz nicht ganz ausschließen, weil wenn man schaut auf den Trail, ist man oftmals für 30 Kilometer genauso lang unterwegs, wie jemand auf dem Marathon, auf dem Straßenmarathon teilweise unterwegs ist, sondern dann sind wir eher so im Bereich 4 Stunden, 5 Stunden plus, wenn wir jetzt hier von einem besonderen Trailbereich reden. Aber es kann auch bis 30 Stunden, 35 Stunden gehen, je nachdem, wie lange jemand zum Beispiel auf einer Strecke von einem Mont Blanc, UTMB zum Beispiel braucht. Da gibt es ja dann schon auch bis 48 oder ich glaube 46 Stunden ist das Cut-Off. Bis dahin erstreckt sich das Ganze. Und wer aktuell Instagram ein Stück weit verfolgt, hat vielleicht schon gesehen, dass die Camille Rohr heute den neuen 48-Stunden-Weltrekord auf Straße aufgestellt hat und jetzt gerade eben irgendwie auch den 500-Kilometer-Frauen-Weltrekord gebrochen hat nach 65 Stunden oder irgendwie sowas. Also man kann das auch ein Stück weit noch ausdehnen auf jeden Fall. Ich möchte euch verschiedene Punkte heute näher bringen. Erstmal so ein bisschen die Herausforderungen, auf was muss man sich einstellen, wenn man für so eine Überdistanz quasi trainiert. Dann habe ich das Ganze, ähnlich wie der Alex heute Morgen, nur bei ihm waren es 5 Säulen, bei mir sind es 4 Säulen des erfolgreichen Ultramarathon-Trainings. Einmal Ausdauer, Intensität, spezifische Vorbereitung und ein Stück weit Nutrition, was quasi Verpflegung während des Wettkampfes einschließen soll. Und als letzten Punkt auch ganz kurz eine Ausweichung zu Alternativsport als Ergänzung, weil das doch ein Spektrum ist, was von vielen heutzutage noch deutlich unterschätzt wird im Training, beziehungsweise auch gerne vernachlässigt wird, wenn man kann ja immer laufen. Kurz zu den Herausforderungen. Wenn jemand sagt, ich will ab morgen Ultraläufer sein, wir haben viele Athleten, die auf uns zukommen, hey, ich habe gehört, man kann auch längere Distanzen laufen, wie bereite ich mich darauf vor, mach mich bitte zum Ultraläufer. Dann muss man oftmals denjenigen erstmal ein bisschen bremsen oder diejenige an die Hand nehmen und wirklich erstmal durchgehen, weißt du, auf was du dich da einlässt, geht das überhaupt, kannst du das überhaupt? Da gibt es folgende Herausforderungen, die man sich so ein bisschen einlassen muss und kann. Erstmal, man muss ausreichend Zeit einplanen. Viele sagen, oh, gerne 100 Kilometer Zugspitze würde ich einmal umrunden. Beim IATF die K110, coole Distanz würde ich gerne mal machen. Dann ja, hast du überhaupt die Zeit dafür. Was ist denn ein realistisches Trainingsziel, was du dir setzen kannst? Ja, ich würde gerne 110 Kilometer laufen, kann aber nur 3-mal die Woche trainieren. Dann weißt du schon, okay, vielleicht nicht die ganz perfekte Ausgangslage für das Training dafür. Und hier ist es wirklich wichtig, mit demjenigen zusammen realistische Ziele auch irgendwo zu setzen. Dann, was viele, die aus dem, sagen wir mal, Straßenbereich vielleicht kommen oder aus dem tagtäglichen Rennen nicht wissen oder nicht drauf haben, ist, Training funktioniert in dem Bereich vor allem nach Herzfrequenz oder nach Watt. Watt kennt man ja teilweise aus dem Radfahren, geht ja inzwischen auch relativ gut im Laufen. Über Footpod, den Stride zum Beispiel, oder auch über die Uhren inzwischen teilweise, wobei die Messgenauigkeit da noch ein bisschen hinterherhinkt. Aber Training nach Pace kann man sich erstmal zum großen Teil verabschieden in der spezifischen Vorbereitung auf so einen Ultralauf beziehungsweise auch auf einen Trail-Ultra. Konzentration weicht vor allem relativ stark auf aerobes Training. Je nachdem, wie lange man am Schluss unterwegs sein wird. Auch hier hat man vielleicht die ersten 3-4 Monate, da komme ich nachher noch dazu, je nachdem, wie lange die Vorbereitung ist, noch was mit Tempotraining zu tun. Anschließend sind es viele lange Läufe, viele Stunden auf den Beinen, die man sich hier dann anschließend geben darf. Und auch darauf muss man sich wirklich einstellen können. Nächster Punkt ist ein hoher Anspruch ans Equipment. Viele sagen immer, ja, Laufen ist ja der günstigste Sport, kann ja jeder machen. Ich brauche ein paar Laufschuhe und dann ist die Sache erledigt. Ist leider aber nicht der Fall. Umso länger und anspruchsvoller die Strecken werden. Wer sich schon mal so eine Startliste von UTMB angeschaut hat, weiß, was er da ungefähr an Ausrüstung braucht, was er da ungefähr investieren muss. Jeder weiß, was so eine Mottengel oder ein Geltütchen kostet inzwischen. Wenn du dann irgendwann mal rechnest, ich esse jetzt 15 Stück auf den Wettkampf, dann sind das auch schon mal 50 Euro, die wieder auf die Seite weggehen.
Und auch wenn man dann zu anderen Distanzen schaut, gibt auch viele, einige, die sagen, ich will Marathon des Sables laufen, 7 Tage durch die Wüste, Sahara, dann fängt es an, dann wird die Ausrüstung richtig teuer, weil umso leichter, umso einfacher das Ganze und jeder weiß, umso leichter, umso teurer. Und also hoher Anspruch an das Equipment ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung, die man nicht unterschätzen darf. Auch wie viel Paar Schuhe man auf einmal braucht. Bisher hast du vielleicht einen Straßenschuh fürs Training gehabt und einen Straßenschuh fürs Wettkampf. Dann kommen Schuhe für das verschiedene Gelände dazu. Dann kommen leichte Trailschuhe für Bergintervalle dazu. Dann kommen vielleicht Trailschuhe mit Carbonsohlen dazu. Also auch hier wirklich ein ganz anderes Feld dann auf einmal. Auch neue Techniken. Hiking wird ein ganz großes Thema. So das typische, ah, ich bin doch Läufer, ich will doch gar nicht hiken. Ist bei vielen Athleten, die kommen neu zu uns, sagen, ja, ich laufe alles durch. Und da jemand reinzuprügeln, nein, du musst jetzt auch mal gehen. Wir haben ja auch morgen dann noch den Vortrag von Andreas Dürr mit, wann ist es effizienter zu gehen, wie zu laufen. Auch das ist was, wo viele erst lernen müssen. Und gerade auch den Umgang mit Stöcken in dem Moment sind für alle, die nicht so vom Ski kommen, wo nicht vom Ski Alpin oder auch nicht vom Langlauf Skitouren kommen, wirklich eine Techniksache, die man auch wieder lernen muss oder erstmals lernen muss. Und letzter Punkt, Regeneration wird auch wichtiger. Kann ich in meinem Alltag mich wirklich entsprechend erholen? Kann ich am Sonntagmorgen einen 5 Stunden Trainingslauf machen und den Rest vom Sonntag muss ich für Familie da sein und liege aber nur noch auf dem Sofa rum, hänge nur noch auf dem Sofa rum? Oder kann ich in meinem 12 Stunden Arbeitsalltag wirklich genug Regeneration finden, um eine 13, 14 Stunden Trainingswoche durchzuziehen? Und bei 13, 14 Stunden Trainingswoche sprechen wir jetzt nicht von einem Profi, der 13, 14 Stunden trainiert in der Woche, sondern das kann eine Peakwoche auf eine 100 Kilometer Distanz für einen Jedermann-Sportler auch sein in der Peakphase, also 3, 4 Wochen vor dem Wettkampf. Und da muss man schauen, kann ich mich wirklich entsprechend auch regenerieren im Alltag, ohne dann hier mir Verletzungen, Verletzungserscheinungen durch fehlende Regeneration auch noch zuzuziehen. Genau, ich habe vorher vergessen zu fragen, wenn Fragen sind, immer gern reingrätschen auch, weil oftmals vergisst man es dann wieder hinten raus. Ich habe das Ganze mal in auch 4 Säulen quasi aufgeteilt, wie das Training für so einen Ultramarathon aussehen kann. Die 4 Säulen sind hier als Zahnräder definiert, die auch ineinander greifen sollen, weil nur dann funktioniert das Gesamtkonzept. Wir haben als erstes die Ausdauer. Die Ausdauer muss passen. Wir haben hier Distanzen, wo man fernab vom hochintensiven Bereich ist. Also alles Training findet zwar teilweise dann noch an der Schwelle statt, an der anaeroben Schwelle oder auch knapp unterhalb der anaeroben Schwelle, aber nachher im Wettkampf sind die wenigsten über diese lange Distanz in diesen Intensitätsbereichen unterwegs, sondern viel findet wirklich auf einem Ausdauerlevel statt. Dann als nächster Punkt, Intensität darf trotzdem nicht außer Acht gelassen werden. Umso näher man zum Wettkampf kommt, eine spezifische Vorbereitung. Und ganz am Schluss muss auch noch die Nutrition passen, weil das beste Training bringt einem nichts, wenn man am Schluss dann im Wettkampf ohne Energie auf einmal am Berg steht. Der erste Punkt, die Ausdauer. Die Ausdauer soll erstmal meine aerobe Kapazität verbessern. Das heißt, der Körper muss lernen, mit dem Sauerstoff, den er einatmet, ökonomisch umzugehen. Ich muss das umsetzen können. Die Zellen müssen entsprechend auch funktionieren. Der Energiestoffwechsel muss funktionieren. Und das kann man vor allem am Anfang steht bei vielen erstmal eine Steigerung des Wochenumfangs. Viele kommen von kurzen Distanzen, sagen, ja, ich laufe so 3, 4 Stunden, 5 Stunden vielleicht auch. Generell, wie kriege ich erstmal den Wochenumfang gesteigert? Mache ich die langen Läufe ein bisschen länger? Steuere ich vielleicht eine 4., eine 5. Einheit erstmal ein, später vielleicht eine 6. Einheit und so weiter. Also erstmal jemand auf einen Level bringen, wo auch wirklich ein Wochenumfang Richtung Ultratraining auch funktioniert. Wann? Meistens zu Beginn der Vorbereitung, während man aber parallel auch, komme ich nachher drauf, Intensität auch noch trainiert. Man sagt, wie gesagt, bisher laufe ich 60 Minuten Läufe, okay, mach mal 90 am Sonntag, mach mal 120, versuch diesen Sonntagslauf oder ich nehme mal den beispielhaften Sonntagslauf, kann natürlich auch Mittwoch sein, je nachdem man jemand Zeit hat für seine langen Läufe. Versuch den langen Lauf Stück für Stück hier zu steigern, um quasi dann, wenn du in eine spezifische Vorbereitungsphase kommst, das heißt in den letzten 8 bis 10 Wochen vorm Wettkampf, auf einem Level zu sein, wo ich wirklich mal 3 Stunden, 5 Stunden in die Berge gehen kann, bringt nichts, wenn ich davor nur 1-Stunden-Läufe gemacht habe. Diese langen Läufe-Geschichten kann man bis kurz vor dem Rennen steigern, dazu nachher mehr in der spezifischen Vorbereitung.
Aber man darf das Ganze auch nicht zu schnell steigern. Ich habe jetzt hier mal 5 bis 10% Steigerung von Woche zu Woche angegeben. Viel mehr sollte man da auf jeden Fall nicht hochziehen. Und 5 bis 10% heißt, wenn ich bisher 6 Stunden trainiert habe, dann trainiere ich in der nächsten Woche vielleicht 7 Stunden. In der Woche danach vielleicht 8 Stunden, was schon eine 10%ige Steigerung bedeutet, was schon relativ viel ist. Oftmals geht es dann von 6 Stunden auf 6,5, auf 7 Stunden, dann vielleicht wieder ein bisschen zurück, weil eine Ruhewoche ansteht. Dann versuche ich vielleicht 7,5 Stunden reinzukriegen. Die Steigerung darf wirklich nicht zu schnell sein, weil der Körper und das ganze System ja auch sich anpassen muss an den Trainingsreiz. Die Intensität sieht eben vor, lange Dauerläufe vor allem unterhalb der anaeroben Schwelle zu machen. Anaerobe Schwelle müsste meisten einigermaßen bekannt sein. Wir definieren die ungefähr bei 85% bis 88% von der anaeroben Schwelle, von der Laktatschwelle. Und Dauerläufe sollten aber eher darunter sein. Das ist vor allem bei den schnelleren Läufern entscheidend, weil man könnte natürlich 30 Kilometer, einige in 2 Stunden, als hier langer Dauerlauf quasi machen an der anaeroben Schwelle. Aber wäre die Belastung natürlich dann viel zu hoch. Und deswegen lange Dauerläufe wirklich langsam und lange und langsam und hier nicht auch zu schnell. Ziel von so einer Ausdauervorbereitung sollte sein, dass Läufe von 3 bis 4 Stunden gut machbar sind und anschließend kann man das Ganze dann durch die spezifische Vorbereitung noch verfeinern, je nach Zieldistanz natürlich dann am Ende auch. Wie kann man das Ganze mit der Ausdauer vor allem ein bisschen einfacher gestalten? Wenn ihr jetzt dran denkt, jemand läuft 34 Stunden einmal um den UTMB rum, soll er dann einen 9-Stunden Trainingslauf am Sonntag machen? Oder wie managt man das am besten? Und hier gibt es vor allem die Möglichkeit, über eine Doppelbelastung zu arbeiten, beziehungsweise Back-to-Back sozusagen, das Ganze aufzuteilen. Bringt folgende Vorteile mit sich. Ihr habt ein geringeres Verletzungsrisiko. Wenn man sonntags 6 Stunden Lauf macht, ab der 4. Stunde, ab der 5. Stunde, man wird müde, der Körper wird müde, die Sehnenbänder werden müde, man stolpert leichter, man knickt vielleicht leichter um, die Aufmerksamkeit wird weniger und die Verletzungsgefahr steigt wirklich an in dem Moment. Außerdem hat man eine kürzere Regenerationszeit. Wenn ich jetzt am Sonntag einen 10 Stunden, 8 Stunden Trainingslauf mache, dann geht halt die nächsten 3, 4 Tage nichts mehr, weil entsprechend kaputt ist man, entsprechend fertig ist man. Teilt man das Ganze auf 2 Läufe, kann man oftmals dann dienstags meistens schon wieder mit der nächsten Einheit weitermachen, weil man sich einfach nicht einmal komplett leer gelaufen, abgeschossen hat, sondern das Ganze auf 2 Teile aufgeteilt, der Tage aufgeteilt hat und der Körper sich anschließend auch schon wieder regeneriert hat. Außerdem mehr Flexibilität. Ich meine, wer kann am Sonntag schon sagen, 8 Stunden, ihr seht mich in 8 Stunden wieder. Auch im Alltag ist es oftmals leichter, das einfach ein bisschen aufteilen zu können vom Umfang her. Und auch ein psychologischer Vorteil, weil viele, die sonntags denken, so, die nächsten 6 Stunden mache ich jetzt nur laufen, ist halt auch für viele dann psychologisch auch einfach nicht umsetzbar von der eigenen Motivation her. Wenn ich allerdings weiß, gestern 3 Stunden, heute 4 Stunden, ja, kriege ich hin. Das kann man machen einmal über doppelte lange Läufe. Ich habe ja das immer als Beispieleinheiten bei uns aus Training Peaks mit rausgezogen zum Beispiel. Ihr seht einmal 2 Stunden 30 und einmal 4 Stunden, habe ich 6,5 Stunden zusammen trainiert am Wochenende. Oder man kann das Ganze auch machen, indem man am Vortag eine intensivere Einheit einstreut. In dem Fall haben wir zum Beispiel 4x10 Minuten Bergintervalle, die an der anaeroben Schwelle gelaufen werden. Und mit dieser Ermüdung vom Vortag 1,5 Stunden, davon 40 Minuten hochintensiv, mit dieser Ermüdung gehe ich in den nächsten Tag in meinen langen, oder in dem Fall 3 Stunden Ausdauerlauf in den Bergen, habe quasi schon ermüdete Beine vom Vortag, vielleicht noch ein bisschen geleerte Energiespeicher, habe vielleicht die Kohlenhydrate nicht geschafft, wieder ganz aufzufüllen, sondern gehe mit dieser Ermüdung in die nächsten 3 Stunden und ich laufe diese 3 Stunden schon mit einem Effekt, den ich vielleicht erst nach 2 Stunden in einem 5-Stunden Dauerlauf hätte und kann das so ein bisschen simulieren, quasi eine Vorermüdung hier mitzunehmen. Die Intensität der Vorbelastung definiert sich hier entsprechend der Phase des Trainingsplans. Also eine Woche vor dem UTMB muss ich keine 4x10 Minuten Bergintervalle mehr an der Schwelle machen, sondern da bin ich in ganz anderen Bereichen unterwegs. Auch der lange Lauf am Sonntag ist spezifisch anhand des Wettkampfziels. Ich habe hier zum Beispiel einen Lauf- und Hike-Wechsel reingepackt. Das wäre ein typischer Lauf. Ich gehe hier in die Nordkette,
weiß, ich habe die und die Pulsfrequenz als mein Limit und wenn es zu steil wird, gehe ich halt, wenn es wieder passt, laufe ich halt. Dementsprechend kann ich den langen Lauf einfach spezifisch aufgrund meines Wettkampfziels ausrichten. Was, ja. Was heißen die Zahlen unten des 100 TSS? Genau, also bei Training Peaks oder auch bei anderen Plattformen kriegt man eine TSS-Zahl raus. Das soll auch einfach alle Läufe von der Belastung miteinander vergleichen. Also 60 Minuten Tempolauf ist ungefähr 100 TSS. Und dementsprechend sieht man jetzt hier, okay, einen 2 Stunden 30 Lauf im Zone 2 Tempo, was eben Ausdauerbereich ist, entspricht ungefähr 100 TSS, hat theoretisch die gleiche Belastung, wie wenn ich eine Stunde einen Tempolauf mache. Und so kann man am Ende von der Woche sagen, ich will einen Läufer ungefähr 600 TSS einplanen und kann so schauen, wie ich die Einheiten aufteile über die Woche hin. Und das TSS wird hier meistens, also bei Training Peaks wird das vor allem vorrangig über Watt berechnet, kann man aber auch über Herzfrequenz oder Pace-Intensität sich errechnen lassen. Ich habe noch ein paar andere Einheiten als Beispiele für so eine Doppelbelastung mit drin. Je nachdem, in welcher Phase vom Wettkampf man sich befindet oder von der Vorbereitung sich befindet, können das auch so Sachen sein wie ganz extrem 4x500 Höhenmeter plus einen 6-Stunden-Lauf am nächsten Tag. Das ist sicherlich so eine Peak-Einheit aus einer UTMB oder auch hier Innsbruck 110er Vorbereitung. Das Gleiche kann man aber auch für jemanden, der eventuell deutlich langsamer unterwegs ist, deutlich länger braucht, kann man das Ganze auch als reine Hiking-Einheit machen. In dem Fall sind das 6x15 Minuten bergauf als Hiking-Einheit und am nächsten Tag gibt es dann eine mittellange bis leichte Lauf-Hike-Wechsel oder Wanderung als Belastungssteuerung, wenn man ja quasi einfach nur die Zeit auf den Beinen dann irgendwie versucht mit reinzukriegen. Zum nächsten Punkt, Intensität. Wann ist Intensität noch sinnvoll? Intensität meine ich in dem Fall wirklich Tempotraining in Richtung anaerobe Schwelle, 10 Kilometer Tempo, so in dem Bereich. 3 bis 4 Monate vor dem Rennen. Also auch wenn jemand sagt, ich will den UTMB laufen, ich will den Innsbruck K110 laufen, dann macht es durchaus noch Sinn, auf Tempotraining auch zu setzen, weil man wirklich neuromuskuläre Muster in dem Moment schaffen kann. Man kann Bewegungsablauf nochmal optimieren. Man kann eventuell noch was an meiner Laufökonomie tun, meinen Laufschritt nochmal verbessern, um wirklich effizienter auch bei langsamerem Tempo unterwegs zu sein. Ziel der Tempo ist Verbesserung der Pace an der Laktatschwelle. Da komme ich gleich mit einer Grafik anschließend nochmal drauf. Verbesserung der Laktatverträglichkeit. Laktatverträglichkeit ist hier gemeint, bei welchem Laktatlevel kann mein Körper welche Geschwindigkeit laufen und wie schnell steigt mein Laktatlevel wirklich an, sobald ich ein bisschen schneller werde. Und das Gleiche auch schnellere Erholung nach Belastung. Ich habe einen Wettkampf. Ja, Moritz? Alles gut. Ich wollte noch fragen, ob es für kürzere Distanzen, also sprich vielleicht so 3 Stunden Belastungszeit, eine ähnliche Referenzzeit gibt, wie um diese 3-4 Monate für die Ultras. Genau, also wenn du so auf 3-4 Stunden Belastung gehst, dann kannst du diese Tempophase deutlich näher an den Wettkampf ranziehen. Also dann kannst du wirklich sagen, so bis 8 Wochen vorher mache ich wirklich noch im hochintensiven, also im Zone 4 Bereich oder im anaeroben Bereich quasi noch Trainingseinheiten, weil du dann 8 Wochen Zeit hast anschließend eventuell für eine spezifischere Vorbereitung und weil du natürlich in so einem 30 Kilometer Trailrennen auch Abschnitte in dem Intensitätsbereich auch läufst. Also dann hast du wirklich bergauf, wenn du weißt, ich laufe jetzt 35 Minuten bergauf, danach habe ich vielleicht ein Downhill oder ein Erholungsstück, in Anführungszeichen. Klar, Downhill ist jetzt auch kein Erholungsstück, aber zumindest die Herzfrequenz kann im Downhill auch wieder ein bisschen eventuell runtergehen, sich erholen. Das heißt, ich kann auch mal 35 Minuten wirklich knapp Richtung Laktatschwelle auch mal bergauf laufen, auch in einem Wettkampf. Und deswegen kann man da die Tempophase ein bisschen näher an den Wettkampf ranziehen, wie das jetzt bei einem Ultra hier in Innsbruck oder so oder UTMB der Fall ist, wo man ja wirklich gar nicht in dem Bereich unterwegs sein wird dann letztendlich. Also, ja. Eine Frage zu dem, was du vorher gesagt hast, mit der Doppelbelastung. Mhm. Wie viel Zeit soll da Minimum dazwischen liegen? Zwischen den zwei Einheiten, meinst du? Ja, also ich würde nicht die 4x10 Minuten Bergintervalle abends um 8 machen und am nächsten Morgen um 7 dann auf meinen 4-5-Stunden-Lauf starten, sondern optimal ist schon Vormittag. Also wenn dann schon nochmal eigentlich ja
gute 15, 16, 18 Stunden oder so irgendwas dazwischen hast, macht es schon Sinn. Weil du musst dem Körper, trotz dass du sagst, okay, ich will ein bisschen diesen Ermüdungseffekt auch mitnehmen, musst du dem Körper trotzdem die Möglichkeit geben, Energiespeicher wieder aufzufüllen, wirklich was zu essen und so weiter. Nicht, dass du quasi abends sagst, ich mache jetzt meine Intervalle, esse irgendwie noch ein Brot und gehe direkt ins Bett und mache am nächsten Morgen mit einem kleinen Frühstück meinen langen Lauf, sondern wirklich gucken, dass man das in dem Fall auch verpflegt oder versorgt dann einfach machen kann. Genau, ja. Wie misst du die Herzfrequenz? Ich habe Handgelenk, aber ja, das ist das Problem. Also ganz normales. Ich habe den gleichen Pulsdruck gemacht und das sind nur immer zwei, drei Schläge unterschiedlich. Okay, weil typischerweise ist das oftmals ein Handgelenksmessungsproblem, weil du im Downhill viel mehr Bewegung auf dem Handgelenk hast und da dann die Uhr entsprechend ein Problem kriegt oder die Messmethode ein Problem kriegt, weil es einfach nicht mehr dementsprechend fest am Handgelenk sitzt. Aber eigentlich dürfte das, also wenn der Brustgurt normal läuft und normal funktioniert, dürfte das fast nicht passieren vom Verhältnis her. Also nochmal, kann ich jetzt so aus dem Stegreif nicht direkt erklären. Es gibt eine Erklärung dafür. Ja. Es hat was mit Kraft zu tun. Ja, das wäre die nächste Erklärung gewesen. Die Kraft, ja, einzusetzen, dann wird dein Puls nach oben gehen. Wenn du diese Kraft nicht hast, dann bleibt der Puls unten. Genau, wenn du quasi muskulär es nicht schaffst, ein Tempo zu gehen bergauf, dass du die Herzfrequenz nicht hochkriegst. Aber wenn du sagst, dass dein Atemrhythmus und dein Gefühl dazu auch Limit bedeutet, dann passt es irgendwo nicht zusammen. Andererseits wäre das eben die Erklärung, dass man sagt, muskulär schaffe ich das einfach nicht, mich hier entsprechend mehr zu pushen, dass es die Herzfrequenz auch hochtreiben kann. Ja. Genau. Anderer Vorteil eben hier von Tempotraining ist in dem Moment eine schnelle Erholung nach Belastung. Das heißt, wenn ich, wie Moritz gerade meinte, einen bergauf vielleicht ein bisschen mehr Druck mache und ich wechsle dann wieder ins Flache oder in den Downhill, dass die Herzfrequenz auch wirklich sich regenerieren kann in dem Moment und wirklich wieder absinkt. Das ist ja auch so ein Parameter, wo man auch nach einer Leistungsdiagnostik messen kann, wie schnell sinkt eine Herzfrequenz nach einer Ausbelastung wieder ab, wie schnell erholt sich ein Herz-Kreislauf-System. Und das ist auch ein Punkt, was man hier durch Training auch erreichen kann im Tempobereich. Wie das Ganze? Intervalle, 2 bis 3 Mal pro Woche, je nach Leistungsniveau. Heißt natürlich nicht, dass jemand, der jetzt neu in dem Sport ist oder neu auf die Distanzen geht, direkt 3 Intervalle die Woche machen sollte. Das muss man natürlich auch entsprechend anpassen an diejenige Person, an den jeweiligen Stand des Athleten, um hier wirklich dann die richtige Belastungssteuerung zu finden bei jemand dann auch. Das Intensitätstraining sollte an, beziehungsweise knapp über der anaeroben Schwelle stattfinden. Und warum, zeige ich hier quasi nochmal. Wir haben hier eine typische Verbesserung von der Laktatverträglichkeit. Wir haben 2 Leistungsdiagnostiken. Die erste ist die grüne, das ist quasi die Ausgangslage. Ich hoffe, man erkennt grün, ja, erkennt man. Und die zweite ist dann die blaue, das ist die rechte Kurve davon, das ist quasi die Kurve hier. Und hier sieht man eine deutliche Verbesserung von einem Leistungsschritt von jemandem. Wir haben hier die anaerobe Schwelle von der ersten Leistungsdiagnostik, ungefähr bei 13,5 km/h. Die ist jetzt hier einfach, sagen wir mal, blind auf 4 Millimol festgelegt. Ich glaube, jeder weiß inzwischen, dass 4 Millimol muss nicht immer sein. Es kann auch mal 3,8, 4,2, 3,5 sein. Hier ist einfach beispielhaft 4,0 Millimol festgelegt, 13,5 km/h. Jetzt trainiert jemand im Tempobereich, im Laktatschwellenbereich, hat sich entsprechend verbessert. Und bei der gleichen Laktatkonzentration kann er jetzt auf einmal 15,4 km/h laufen. Klar, kann er auf einmal schneller auch im Wettkampf laufen. Das Gleiche setzt sich nach unten auch fort, wenn man hier als AS die aerobe Schwelle, also die Ausdauerschwelle, sich betrachtet. Die habe ich jetzt einfach mal bei der Hälfte, bei 2 Millimol reingeschoben. Dann war es davor 11,5 km/h und dann sind es 13,5 km/h. Und das ist nämlich genau das, was auch bei einer längeren Strecke, 100 Kilometer Distanz und so weiter, wirklich einem den Vorteil bringt. Weil viele sagen, ja, warum soll ich Tempotraining machen? Ich mache 100 Kilometer, ich laufe doch gar nicht in dem Bereich. Habe ich aber es geschafft, meine komplette Laktatkurve hier nach rechts zu verschieben, zu verbessern, kann ich auch in einem Bereich, wo ich vielleicht einen 60, 70, 80 Kilometer Rennen laufe, auf einmal einen km/h schneller laufen,
mit der gleichen Laktatkonzentration und habe hier nicht die Gefahr, das Muskel übersäuern, dass ich nicht mehr genug Kohlenhydrate nachgeschoben kriege und so weiter. Deswegen Tempotraining auch quasi für die Langdistanzen essentiell wichtig. Auch hier gibt es wieder ein paar Beispieleinheiten, die man sich mitnehmen kann. Da ist ein bisschen ein Mix drin aus flachen Geschichten. Flache Geschichten können sowas sein, man sieht leider diese grauen Balken, ein bisschen schlecht. Flache Geschichten können sowas sein wie 10x1000 Meter als Roll-On-Intervalle, das heißt kurze Pause. Also hier wirklich nur 30 Sekunden Pause, die auch noch zügig gelaufen wird, also nicht im Tempo, wenn man eine Tausender läuft, aber 20, 30 Sekunden weniger, dann 30 Sekunden später, zack, den nächsten Tausender. Wenn man sich einen Herzfrequenzverlauf dazu vorstellt, bleibt die Herzfrequenz einigermaßen gleich. Die schwankt dann vielleicht mal 5 Schläge nach unten, geht dann aber sofort wieder aufs Niveau zurück und man hat direkt eine relativ lange Belastung an der Laktatschwelle. Ja. Ich habe eine kurze Frage, und zwar generell so das klassische 80% Easy, ja. 20% Hard. Ja. Würdest du sagen, bei so Ultra-Sachen, dass sich das ein bisschen verschiebt, dass man eigentlich eher so 90-10 hat? Ja, also genau in die Richtung würde ich es verschieben. Also gerade am Anfang von so einer Vorbereitung, wenn du noch im intensiven Bereich bist, wo auch noch Intervalle mit dabei sind, die langen Läufe nicht zu lange sind, dann kannst du noch im 80-20-Bereich unterwegs sein. Wenn du aber näher Richtung die Ultradistanz kommst oder Richtung spezifische Vorbereitung, dann kann sich das auf jeden Fall Richtung 90-10 verschieben. Weil wenn du dafür wirklich nur die Zeit in den Intervallen rechnest, gegen einen 6-Stunden-Lauf am Sonntag oder gegen einen Doppellauf am Wochenende oder sowas, kommst du nicht mehr auf 20%. Und dementsprechend kann sich das in der Ultra-Vorbereitung wirklich auch auf 90-10 auf jeden Fall verschieben. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel Bergintervalle. Wir haben hier sowas wie 3 Minuten Bergintervalle Zone 5. Zone 5 heißt in dem Fall bei uns wirklich oberhalb der anaeroben Schwelle, also Richtung VC-Max-Belastung, plus nochmal anschließende 10 Minuten im anaeroben Bereich. Hab dann hier anschließend auch 12 Minuten im VC-Max-Bereich, hab noch 20 Minuten im anaeroben Bereich draufgesetzt, auch 32 Minuten Belastung hier oberhalb von der Laktatschwelle. Und das sind alles Einheiten, wo eben hier die Laktatverträglichkeit auch deutlich verbessern können. Hier habe ich auch mal so eine, dass wir mal so ein Gesamtkonzept haben, eine Beispielwoche eingestreut. Typische Situation, 50 Kilometer, ungefähr 3.500 Höhenmeter, was so einem OCC zum Beispiel entspricht beim UTMB. Wir sind relativ früh im Trainingsplan an der Stelle. Wir sind in der dritten Woche von einer 12-wöchigen Vorbereitung. Und das Ganze kann so aussehen. Eine Einheit wirklich im anaeroben Trainingsbereich, in dem Fall 1 Minute Intervalle hochintensiv, plus 10 Minuten Intervalle zweimal im anaeroben Bereich, lockerer Dauerlauf, 90 Minuten Dauerlauf, eine Einheit entweder ganz, ganz lockerer Dauerlauf oder Crosstraining, was Radtraining, Skitour, Langlauf sein kann. Nochmal 90 Minuten Lauf am Samstag. Und am Sonntag habe ich nochmal einen intensiveren Lauf, nochmal im anaeroben Trainingsbereich. Also sowas, auf den ersten Blick muss das nicht unbedingt ein Trail-Ziel sein quasi, sondern hier geht es wirklich noch darum, eine Laktatverträglichkeit zu trainieren und entsprechend die Laktatschwelle hier zu verbessern. Kommen wir zum dritten Feld, die spezifische Vorbereitung. Ja. Ich habe noch eine allgemeine Gerne. Frage. Also Kilometer ist hier nur bei der letzten Einheit angegeben am Sonntag und das heißt eigentlich immer, dass die Einheit flach gelaufen werden soll. Also sobald die Einheit ins Gelände geht, arbeiten wir nur mit Zeit, weil es sonst einfach keinen Sinn macht. Klar, manchmal kann es auch sein, dass ich was Vorgabe gebe, wie 1 Kilometer hügelig in Zone 3, also gerade so in diesem in Marathonintensität vielleicht, wenn man es umrechnet, dass man wirklich, egal was das Gelände ist, dass ich jetzt mal eine Intensität durchlaufe, 1 Kilometer lang, aber vorrangig arbeiten wir mit Zeit, weil es alles andere macht im Gelände einfach keinen Sinn. Und Höhenmeter gibt ihr gar nicht vor? Bei den Intervallen ja, bei den langen Läufen ist es ein bisschen schwierig vorzugeben, weil jeder halt andere Voraussetzungen, andere Bedingungen dann wirklich bei sich vorfindet. Aber dann schon, wenn man sagt, okay, mach mal einen 3-Stunden-Lauf, da sollen aber mindestens auch mal 1500 Höhenmeter drin sein, weil das soll nicht nur zu flach sein. Ja. Ja. Da steht das Krafttraining vor den 1 Minuten, nee, zu den 5 Training. Mhm.
das ja, gibt es ja unterschiedliche Philosophien und ihr würdet das tatsächlich so sehen, dass man Krafttraining am Tag vor den Intervallen machen kann? Ja, wobei hier Krafttraining kein hartes Maximalkrafttraining ist, sondern eher ein Stabilitätskrafttraining mit ein paar Kniebeugen ohne Gewichte vielleicht. Also ist jetzt kein All-Out-Maximalkrafttraining mit 5 Kniebeugen mit Maximalgewicht oder sowas, sondern ist eher ein Stabi-Krafttraining-Programm gedacht. Eher Core dann? Ja, genau, ist eher ein Core-Training, was ergänzend sein soll, einfach zum normalen Training. Genau, zur spezifischen Vorbereitung. Hier 8 bis 12 Wochen vor dem Rennen. Bei längeren Distanzen Richtung 100 Kilometer, 100 Meilen, kann die spezifische Vorbereitung wirklich auch bis zu 3 Monaten oder bis 2,5 Monate vor dem Rennen schon beginnen, wenn man natürlich umso mehr Zeit am Berg, umso mehr Zeit hiking verbringen muss, wie man jetzt quasi bei einer kürzeren Distanz wirklich verbringen muss. Spezifische Vorbereitung soll vor allem auf Herausforderungen des Rennens einen vorbereiten. Das können Sachen wie Höhenmeter, kann der Untergrund sein, bin ich schon mal, keine Ahnung, auf Schnee die ganze Zeit gelaufen, laufe ich in Winterultra, laufe ich in Wüstenultra, laufe ich bei Hitze, wie ist die Temperatur bei einem Rennen zu erwarten, laufe ich auf La Réunion, habe auf einmal ganz andere Bedingungen, laufe ich bei der WM in Thailand, muss auf einmal mit hoher Luftfeuchtigkeit zurechtkommen, Kälte ist ein Thema, technische Anforderungen, habe ich eine Strecke, wo wirklich technisch anspruchsvoll ist, wo ich Konzentration brauche, wo ich mich immer wieder, wie Eva wahrscheinlich auch hat, weiß, mental darauf vorbereiten muss, ich muss wach bleiben, ich muss wirklich konzentriert bleiben, weil die Strecke ist eigentlich zu gefährlich, um hier irgendwie einzuschlafen oder halt gedanklich weg abzudriften. Wie sieht es mit Schlaf aus? Startet mein Rennen abends um 18 Uhr, ich muss erstmal durch eine Nacht gehen, bin entsprechend lange unterwegs, kommt vielleicht noch eine zweite Nacht. Auch das ist eine Sache, wo man sich darauf vorbereiten muss und kann. Höhenanpassung, in welcher Höhe findet mein Rennen statt? Laufe ich den Hard Rock 100? Bin viele Bereiche in 3000 Meter Höhe unterwegs oder sowas? Oder wie sieht es mit Ernährung aus? Kann ich im Vorhinein schon rausfinden, was gibt es dort zu essen an der Verpflegungsstation? Wie deal ich mit meinem eigenen Essen? Kann ich nach 20 Stunden immer noch Gels essen oder nicht? Und auch die Organisation ist hier eine Sache. Mache ich ein Backyard-Ultra? Ich glaube, die meisten wissen ungefähr, was das Backyard-Ultra-System ist. Jede Stunde eine Runde, 7 bis 8 Minuten Pause, je nachdem, wie schnell man die Runden läuft. Wie organisiere ich das Ganze? Gehe ich jede vierte Runde, koche ich mir was, gehe ich auf Toilette, keine Ahnung was. Wie organisiere ich einen Dropback, zum Beispiel, wenn ich bei 100 Kilometer, bei Kilometer 50 einen Dropback habe und so weiter. All sowas gehört hier zu einer spezifischen Vorbereitung dazu, wo ich mich wirklich auf das Rennen vorbereite. Und letzter Punkt hier, Pacing und Löwenstrategien fürs Rennen. Was ist, wenn mein Schuhbändel reißt? Habe ich einen Schuh im Dropback? Wie kann ich das Ganze angehen? Mit welcher Intensität gehe ich den ersten Berg an? Mit welcher Intensität gehe ich den dritten Berg noch an? Auch das gehört zu einer spezifischen Vorbereitung mit dazu. Auch hier nochmal ein paar Beispieleinheiten. Hatten wir vorher schon mal so ein bisschen mit einer Hiking-Einheit auf 400 Höhenmeter Intervalle. Nächster Tag langer Lauf. Wenn ich zum Beispiel einen Ultra angehe mit relativ vielen Höhenmetern oder habe ich zum Beispiel einen eher laufbaren Ultra, dann kann ich auch sowas wie einen doppelten Crescendo-Lauf wirklich im Trail machen. Nächsten Tag einen langen Lauf. Also hier werden die Einheiten dann spezifischer, je nachdem, was der Lauf dann wirklich am Ende auch von mir verlangt. Auch hier eine Beispielwoche für 100 Kilometer Alpin mit 10.000 Höhenmeter. Moment, ich muss was trinken. Und an der Woche sieht man schon so ein bisschen, wo sowas auch hingehen kann. Wir haben hier wirklich 7 Tage Training mit drin. Das kann am Montag mit einem Zusatztraining, ganz, ganz lockerer Dauerlauf starten. Wir haben am Dienstag eine Einheit mit 3x12 Minuten Bergintervalle. Nicht hochintensiv, eher so ein bisschen über dem Ausdauertempo. Die ermüden aber die Beine schon ganz schön. Und anschließend habe ich eine schön lange Distanz noch zum Auslaufen, wo ich einfach noch weiterlaufen muss. Und am vierten Tag, hier am Donnerstag zum Beispiel, ist eingeplant, auch mal einfach eine Stunde lang bergauf marschieren, was in der Langdistanz oftmals vorkommt, auf so einer Ultradistanz, dass man auch wirklich mal eine Stunde irgendwo bergauf gehen muss. Und dann Samstag auch nochmal eine Hiking-Einheit und Sonntag entsprechend einen 5 Stunden langer Lauf. Ja. Wie oft habt ihr, weil es jetzt dort gar nie vorkommt, Alternativsportarten drinnen? Also Hardcore, ja, aber so was ist die? Rollentraining, Radfahren, keine Ahnung, mach irgendwas, mach
Black Roll mache. Ja. Genau, komme ich gerade bei Alternativsport auch nochmal dazu. Aber dein Ziel ist ein. Nicht aktiv, weil es kommt immer auf den Athleten an, wer welche Möglichkeiten hat. Also generell gilt, solche Läufe wie eine Stunde kann man immer locker auch durch Alternativeinheiten ersetzen. Vor allem relativ früh im Plan geht das noch. Wenn man am Schluss 100 Kilometer Straßenrennen laufen will, dann muss man halt auch mal 100, 120 Kilometer Wochenumfang auch wirklich laufen machen. Da bringt es mir nichts, wenn ich 30 Kilometer in der Woche laufe, den Rest sitze ich auf dem Rad. Also, aber ist es dann ergänzend oder ist es dann austauschend? Also in dem Moment hier ist es austauschend. Deswegen zum Beispiel hier auch die Möglichkeit lockerer Lauf oder Crosstraining, was in dem Moment dann Alternativsport auch wirklich bedeutet oder die Möglichkeit Alternativsport zu machen. Wie kann so eine, also jetzt haben wir hier nochmal alles zusammengefasst, wie sowas vorbereitet werden kann. Das ist jetzt eine Jahresplanung von jemand, der Ende Mai einen 40 Kilometer Lauf mit 2700 Höhenmeter als B-Rennen plant, als Vorbereitungsrennen plant. Anschließend läuft er einen A-Rennen Ende Juni mit 80 Kilometer 4600 Höhenmeter. Und anschließend am 1. November plant er 140 Kilometer mit 5800 Höhenmeter, als wirklich als Highlight des Jahres. Ich habe hier in dem Fall für den Athleten, in dem Moment, also das ist mein eigener Plan, habe ich eine 3-1-Periodisierung angesetzt. Das heißt, wir machen drei Belastungswochen und machen dann entsprechend eine Ruhewoche. Das sind die Rest-Wochen. Wir machen vor den 80 Kilometern eine Tapering-Woche, wo man den Umfang schon ein bisschen runterfährt vor der Wettkampfswoche. Das gleiche dann hinten raus nochmal vor dem langen Wettkampf. Der Vorbereitungswettkampf wird jetzt nicht explizit mit einer Tapering-Woche angegangen, sondern eigentlich aus dem Training raus gelaufen, mehr oder weniger. Hier, wie vorher erwähnt, zwei Blöcke Tempo-Vorbereitung, die jetzt im Moment quasi laufen. Dann zwei Blöcke, spezifische Vorbereitung. Dann der Hauptlauf 80 Kilometer. Anschließend ist noch genug Zeit, um wieder zwei Tempoläufe einzustreuen, um so ein bisschen das Training, was man hier zwei Monate lang gemacht hat, im niedrigintensiven Bereich wieder quasi ein bisschen aufzubrechen, wieder ein bisschen im Tempobereich was zu arbeiten, bevor man dann wieder zwei Monate in die spezifische Vorbereitung wechselt. Und ihr seht auch vom Wochenumfang, also die Höhe der Balken beschreibt doch gleichzeitig einen möglichen Wochenumfang. Seht ihr, auch hier ist eine Steigerung quasi wirklich dann bis zum Ende, bis zum Hauptwettkampf im November wirklich auch gegeben. Macht sich immer 3-1 oder wechselt ihr bei manchen Athleten 2-1 auch runter? Also hier ist jetzt der Fall, dass in dem Moment, wo ich es geplant habe, ging 3-1 schön auf. Deswegen hier alles mit 3-1 auch durchgezogen. Man muss ein bisschen schauen, bei manchen steht dann, keine Ahnung, eine Urlaubswoche steht an, da kann ich nicht trainieren, weil ich auf dem Kreuzfahrtschiff bin, kann nur locker trainieren. Da passt sich zwei Belastungswochen passen sich aus davor, dann die eine Ruhewoche vielleicht im Urlaub und danach kann ich dann wieder mit einer 3-1 fortsetzen. Also meistens bestimmt auch so ein bisschen der Alltag von jemand oder die Jahresplanung von jemand, ob das jetzt 3-1er sind. Manche, wo eher ein bisschen verletzungsanfälliger sind, kann man auch auf 2-1 wechseln, weil dann einfach ein bisschen früher die Ruhewoche kommt. Aber man muss sich da auch nicht auf diese festen Wochenstrukturen festigen. Man kann auch mal sagen, man macht 2,5 Wochen. Ich merke, ab Mittwochs geht nicht mehr. Ich läute die Ruhewoche 3 Tage früher ein, mache sie dafür nur bis nächsten Mittwoch und habe halt dann 2,5 Wochen vielleicht durchgezogen und habe dann schon die Ruhewoche eingestreut. Das ist wirklich ein bisschen variabel zu betrachten in dem Moment. Wie schaut eine Ruhewoche bei dir aus? Also heißt das keine Intervalle, heißt das viel Alternativtraining oder wie schaut das aus? Kommt immer so ein bisschen auf das Niveau des Athleten an. Also wenn jemand wirklich im Spitzenbereich läuft, kann da trotzdem ein Intervall drin sein. Kann auch ein Intervall und vielleicht eine kurze Sprinteinheit mit mal 5, mal 20 Sekunden Sprint drin sein oder sowas. Also ein bisschen Intensität kann durchaus noch drin sein, aber Umfang halt deutlich reduzieren, also 20% ungefähr auf jeden Fall rausnehmen vom Umfang her und eben eventuell auch eine Alternativsportart einfach mit reinnehmen. Statt 6-mal laufen, gehe ich halt nur 4-mal laufen und gehe 2-mal noch Radfahren oder sowas dann in der Entlastungswoche oder Ruhewoche.
Punkt Nutrition. Ich will nicht für den... Sorry. Der Daniel hat ja morgen noch Ernährung im Trailrunning. Das würde ich jetzt ihm nicht vorgreifen, sondern hier geht es wirklich darum, um Nutrition während dem Wettkampf. Wie sieht meine Ernährungsstrategie aus? Wie viel Kohlenhydrate kann ich wirklich aufnehmen während dem Wettkampf? Habe ich das schon mal trainiert? Ob ich 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen kann? Wer so von den Mengen der Gels kennt, die normalen Powerbar-Gels sind das ungefähr 4,5 Stück pro Stunde, wenn man höher auf 100 Gramm Kohlenhydrate kommen will. Also muss man schon ganz schön reinschaufeln. Welche Produkte vertrage ich überhaupt? Teste ich irgendwas Neues beim Wettkampf? Nach einer halben Stunde wird mir übel, ich muss aussteigen, blöd gelaufen. Also welche Produkte vertrage ich und so weiter. Wie bekomme ich genug Kohlenhydrate? Schaffe ich es wirklich, 5 Gels pro Stunde zu futtern? Kann ich 20 Gels in meinen Rucksack stecken und dabei mitnehmen? Oder muss ich vielleicht über ein Kohlenhydratgetränk arbeiten? Alternativ, was geht immer? Weil jeder, wo schon mal länger gelaufen ist, vielleicht auch sich auf den längeren Distanzen auskennt, weiß, dass nach 20 Stunden das 40. Gel halt auch irgendwie nicht mehr reingeht, hat der Körper einfach keinen Bock mehr drauf, sondern will vielleicht mal Kartoffelbrei oder Nudeln oder irgendwas und habe ich da vielleicht irgendwas als Notfall, was ich immer reinkriege. Auch eventuell, wenn ich mir ein Dropback richten darf, wenn Rennen das anbieten, kann ich da was reinpacken, was ich immer essen kann. Oder fast immer zumindest. Wie viel muss ich trinken? Kriege ich irgendwo genug Getränke her? Reichen mir 2 Flaschen zwischen VPs? Brauche ich vielleicht 3 Flaschen? Auch das ist ein Thema, wo man sich mit beschäftigen muss, wenn man auf die Langdistanzen wechselt. Und da ein Stück weit Richtung dem, was wahrscheinlich Daniel morgen erzählen wird, tägliche Ernährung. Schaffe ich es während meiner Woche Training, genug Kalorien reinzukriegen? Schaffe ich genug Eiweiß aufzunehmen? Wenn man eine 16, 18, 20 Stunden Trainingswoche reinlegt, dann muss man halt entsprechend auch 4000 Kalorien einfach mal reingeworfen am Tag halt auch irgendwie zu sich nehmen können. Und das nicht über Gummibärchen oder so, sondern wirklich über Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette verteilt. Passt auch das in meiner Vorbereitung. Letzter Punkt, Alternativsport. Vorteile natürlich, ich kann den Umfang steigern, ohne noch mehr laufen zu müssen. Laufen ist immer, ja, sagen wir mal, von den Sportarten, die wir hier zur Ausdauersportart zählen, die mit der höchsten Belastung. Fahre ich Rad, habe ich keine Stoßbelastung auf die Knochen, auf die Bänder. Fahre ich Langlauf, habe ich das auch nicht. Skitour auch nicht. Vielleicht ein bisschen beim Bergabfahren dann, wenn natürlich schon die Oberschenkel ein bisschen mehr Stöße abkriegen. Aber Alternativsport immer hier ein Vorteil, weil ich einfach nicht laufen muss. Alternative auch bei Überlastungsverletzungen. Jeder, der vielleicht schon mal einen Ermüdungsbruch hat oder hatte oder auch generell eine Verletzung hatte, weiß, dass ich mit Alternativsport das entsprechend ausgleichen kann. Habe ich gerade, keine Ahnung, mein Knöchel, mir einen Bänderriss vielleicht im Sprunggelenk zugezogen, mit Bandage festgetaped im Fuß, kann ich halt vielleicht trotzdem Rad fahren. Oder ich kann einbeinig Rad fahren oder kann Aquajoggen machen oder, ja, am besten nicht, aber theoretisch kann man Aquajoggen machen. Also irgendwas geht immer als Alternativ oder fast immer als Alternativsport. Ich kann es als Ergänzung zu intensiven Laufeinheiten machen, das heißt, ich laufe morgens eine Intervalleinheit, setze mich abends noch eine Stunde aufs Fahrrad, um einfach aktive Regeneration auch hier zu haben. Herz-Kreislauf-System kommt nochmal in Schwung und die ganzen Muskeln werden nochmal mit Sauerstoff versorgt und die Regeneration funktioniert einfach schneller in dem Moment. Ich kann Doppeleinheiten besser machen, ich kann auch vielleicht mal morgens Intervalle laufend machen, abends nochmal Intervalle auf dem Fahrrad machen, was zweimal laufend doch eine zu große Belastung im Moment wäre. Es kann Ersatz für fehlende Trainingsmöglichkeiten sein. Ich lebe in Norddeutschland, kann jetzt vielleicht nicht 500 Höhenmeter irgendwo hochlaufen, weil es einfach nicht geht. Kann ich aber vielleicht Radfahren, niedrige Trittfrequenz, sehr, sehr schwerer Gang, kann ich so ein bisschen simulieren, was am Berg nach oben steigen auch bedeutet oder auch bedeuten kann von der Belastung her. Auch das geht mit Alternativsport. Oder kann ich zum Beispiel in einem Fitnessstudio auf dem Stairmaster irgendwie eine Stunde lang Treppen steigen, kann ich ein bisschen simulieren, wie es ist, wenn ich hier eine Skipiste hochmarschieren muss im Wettkampf nachher. Abwechslung im Training, wie gesagt, irgendwann die 18., 20., 24. Stunde laufen, ist dann vielleicht doch irgendwann mal Fahrt, kann ich nochmal 6 Stunden auf dem Fahrrad sitzen, vielleicht vor Swift, habe nochmal eine Gamification, habe nochmal ein bisschen eine Herausforderung, macht es vielleicht auch nochmal Spaß, nochmal 4, 5 Stunden Training oben drauf zu setzen. Und gleichzeitig auch Nebeneffekte,
gerade durch sowas wie Schwimmen, Krafttraining oder auch hier zum Beispiel Yoga aufgeführt, habe ich natürlich noch Vorteile. Schwimmen, dass ich für den Körper, für den Core relativ viel mache, Krafttraining relativ viel rauskriege dabei und da auch noch Muskelaufbau betreiben kann. Oder durch Yoga hier zum Beispiel als Alternativsportart auch noch an meiner Flexibilität und an Dehnen kann und so weiter. Das als Möglichkeiten. Genau, das wäre jetzt meine Punkte zum Möglichkeiten des Trainings. So ein bisschen Schnellabriss, wenn man alles versucht, irgendwie ein bisschen unterzukriegen. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen da was mitnehmen. Und ja, gerne noch, wenn Fragen sind. Was mir jetzt in dem ganzen Thema ein bisschen untergeht und vor allem, sage ich mal, für viele Männer sicher, oder männliche Trainer, ein großes Tabuthema ist, ist auf die Frauenbedürfnisse einzugehen bezüglich Periode, weil ich immer wieder angefangen habe, ob ich das als Mann oder als männlicher Trainer sozusagen auch mache. Da sage ich immer, ich rede da offen mit den Mädels sozusagen, die was da trainieren und sage, gib mir deine Daten noch und versuche das wieder zu tun, weil da kommt das jetzt einmal so überhaupt raus. Also genau. Das ist einfach wirklich mal für Männer. Ja. Ja, es ist jetzt relativ allgemein gehalten, weil es auch ein sehr allgemein, sagen wir nicht zu verallgemeinert ist. Welchem Zeitpunkt der Periode sie sich befinden, ihre Regel sich befinden. Es gibt andere, wo man sagt, wo man genau weiß, da kann ich die Woche komplett vergessen, muss ich die Woche alternativ machen, locker machen, an den Tagen kann ich gar nichts Intensives einsteuern. Deswegen hier eher allgemein gehalten, weil es wirklich mit den Athletinnen auch eher allgemein ist. Es gibt auch einige, die sagen, will ich nicht drüber sprechen. Viele sind da inzwischen relativ offen, teilen das auch gerne offen mit, auch wie es in den verschiedenen Regelphasen dann auch funktioniert mit dem Training oder vorkommen, hat jemand immer, keine Ahnung, 12. Tag oder dem und dem Tag entsprechend Bauchkrämpfe, da kann ich überhaupt keine intensiven Einheiten machen, bin froh, wenn ich überhaupt durch die Wohnung gehen kann, dann weiß ich genau, da kann ich das nicht planen, da kann ich das planen, allerdings ist es sehr individuell, deswegen in dem Moment hier quasi auch allgemein gehalten. Also immer dem, was wir nicht vergessen dürfen. Genau, darf man nicht vergessen, muss man auf jeden Fall ansprechen und wer darüber sprechen will, das auch gerne dem Trainer mitteilen, also auch wer hier als Athletin sitzt, gerne aktiv auch einem Trainer mitteilen, wenn man das doch entsprechend auch einfließen kann in eine Trainingsplanung. Und umso besser kann eine Trainingsplanung auch sein, wenn die individuell auf dich abgestimmt ist. Wie wenn du sagst, jetzt hat er mir das schon wieder eingeplant, ich kann das da aber einfach nicht. Und da muss man schon offen damit umgehen im Moment. Also